Das ist hier eine sogenannte Handorgel. Die braucht man vor allem zum Handorgeln. Das ist jetzt ein relativ altes Instrument. Das sieht man doch vor allem an diesen vielen Falten an. Jetzt, da geht jetzt erst die Luft rein und dann kommt der Ton raus. Das ist ja logisch, das ist ja ein Blasinstrument und kein Staubsauger. Was mir noch letztens gesagt? Einer hat mir gesagt, ich habe jetzt ein Büchlein gekriegt. Das stimmt gerne, ich habe nur eine andere Schnupftechnik. Ja! Ich bin seit 67 Jahren in der Klinik von der Uni. Von der Universität. Jetzt haben wir es. Oh, schauen Sie mal diese Steilflanke. Ja, da Richtung Finzerhorn. Das ist ja letztes Jahr diese schreckliche Lawine runter. Ja, ja, drei Deutsche und der Führer. Nein, nicht der Führer. Der Bergführer. Ja. Da sprach Jesus, wisset ihr denn nicht, was bei den Alten geschrieben steht? Du sollst nicht begehren das Weib deines Nächsten. Darob waren die Jünger sehr erstaunt, denn zu jener Zeit waren sie noch jünger. Na und, das ist einfach ein Programm, das hat keinen roten Faden und nichts, es ist so wie eine Wundertüte mit ganz verschiedenen von Figuren und Themen. Etwas noch Musik mit so einer Handorgel, die ich selber spiele, obwohl ich das nicht kann. Aber bis jetzt habe ich es immer auf Romanisch gemacht, aber der Kanton gibt mir kein Geld mehr. Eine Mutter sagt zu ihrem Sohn, du Martin, ich verstehe keinen Ton. Nimm doch einmal ein Megafon. Und prompt ist alles in Butter und der Martin Luther. Ja, das ist okay, den habe ich auch lange nicht verstanden. Nein, das stimmt für mich. Meine Ideen entwickle ich am Anfang auf einer Alp mit meinem Schreiber. Wir schließen uns in eine Alphütte ein, eine Woche, und dann wird geschrieben, dann wird gekämpft, gestritten, dann wird nochmal geschrieben und dann wird entwickelt. Und das Jahr hindurch, also 2-3 Jahre hindurch, wenn ich spiele, nehme ich gewisse Sachen auf, speichere die ab in meinem Hirn, und das, was kommt, kommt, und das andere ist weg. Gut, los! Was hast du mir ein SMS geschrieben? Ja, aber du weißt, ich kann kein SMS empfangen. Nein, das ist ein Rasierapparat. Okay, tschüss. Das ist ein altes Modell, dann kannst du ihn mal fotografieren.